Es geht jetzt nochmal um die eine Frage, die heute Nachmittag offen war. Ich habe hier drei Sketche, erzeuge aus diesen drei Sketchen Bézier-Kurven, mache dort raus ein Produktface, also so ein Sattel, der genau auf diesen Kurven drauf liegt und sich dort anschmiegt. Und ich erzeuge von dieser einen Kante hier eine Extrusion und möchte jetzt diese beiden Flächen tangential miteinander verbinden. Dazu erzeuge ich zunächst erstmal aus der Extrusion eine Nörbsfläche. Das war ja keine Nörbsfläche, die sieht jetzt so aus. Und ich kann mir die Struktur mal anschauen. Die sieht so aus vom Bild. Das heißt, wir haben hier in der Mitte jetzt nochmal so eine Kontrollkurve. Wenn ich hier drauf gehe, fehlt die. Das heißt, ich muss hier zusätzlich so eine Kurve einbringen und ich muss hier auch zwei Knoten einbringen, damit ich dann den tangentialen Übergang beschränken kann. Also machen wir es mal so. Das wäre das B-Grid von diesem Sattel mit einer zusätzlichen Kante hier. Das ist das B-Grid von der Extrusion. Das ist die Extrusion mit einer zusätzlichen Knoten hier. Und wir haben dann hier nochmal einen zusätzlichen Knoten für den Sattel. Das ist die, sind die Ausgangsobjekte und das sind diese beiden. Das ist dieses und dieses. So, und von diesen können wir jetzt eine Face Connection herstellen. Die sieht einmal so aus. Und der zugehörige B-Grid ist das. Und da ist jetzt Folgendes eingestellt. Bei dieser Face Connection ist eingestellt Merge Edge True. Das heißt, diese Übergänge werden hier miteinander verbunden und auf diese gemeinsame Kante wird verzichtet, damit wir Tangentialübergänge haben. Das sieht man, wenn man sich im Dunkeln anschaut, sieht man, rot ist die Übergangsfläche. Und hier geht es von diesem Knoten los, tangential auf diesen Knoten. Und das Material, was hier weiß ist, das wird hier weggenommen, wird weggeschliffen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit besteht dort drin, einen anderen Weg zu machen. Nämlich bei der anderen Connection ist Merge Edge falsch gesetzt. In dem Fall geht es hart bis ans Ende vom Werkstück ran auf beiden Seiten und damit ich hier einen tangentialen Übergang bekomme, muss ich also hier ausschwingen, muss hier tangential durch die Kante durchgehen und hier unten wieder einschwingen. Das wäre also, dass ich hier was aufspachtle. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man sowas hier einstellen kann. So, ich zeige jetzt nochmal, wie man diesen Face Connect herstellt. Man wählt also diese beiden Objekte, die wir hier haben, aus. Geht dann auf Connect Faces. Erhält dann zunächst erstmal ein Ergebnis, das nicht funktioniert, weil die Dimensionen nicht zusammenpassen. Die Pole sind falsch angeordnet. Ich muss also beide Objekte zweimal die Richtung ändern, swappen. Dann habe ich das schon mal hier. Dann habe ich diese Form, die ist auch hier noch ziemlich huckelig. Und dann wäre das nächste, dass ich jetzt hier noch ein paar Einstellungen vornehme. Und zwar, sorry, hier bei Reverse A, sorry, True. Wenn ich das schon mal habe, dann sehe ich das, dass hier dieser Huckel verschwindet, weil jetzt wirklich diese beiden Kanten miteinander ausgeglichen werden und nicht mit dieser Kante, mit dieser oder umgekehrt. Und das Zweite, was wir jetzt ist, es ist jetzt immer noch ein kleiner Fehler drin, den sieht man, wenn man hier von Connect auf Seam geht, dann sieht man, dass das hier so über Kreuz läuft. Und dann gehe ich zurück und dieses über Kreuz laufen bekommt man weg, indem man jetzt oben die eine Kante nochmal flippt. Das ist minimal, dieser Unterschied bedeutet aber jetzt wirklich, dass diese Kante mit dieser verbunden wird und diese hier drüben auch, auch für die Tangentialberechnung. Und jetzt hat man diesen Übergang. Man sieht hier, wie das so anhebt, um hier möglichst
im Übergang tangential sauber zu sein. Schauen wir uns das mal hier an. So sieht es jetzt aus. Und wenn ich jetzt bei Merge Edge von False auf True gehe, dann merkt man, es wird insgesamt hier oben flacher. Und wir haben hier die Übergangskante, die haben wir jetzt abgeschliffen. Also hier nochmal die Übergangskante, die lag hier. Die ist jetzt hier weg. Und wenn wir zurückgehen auf False, dann ist diese Kante wieder mit eingebaut. Und ich habe dann hier so einen Huckel. Und das ist jetzt Geschmackssache, was man da konkret braucht.